Shalom, gesegnete Geschwister. Ich wollte euch heutige Traum erzählen und von gestern. Also gestern hatte ich einen Traum gesehen, wo es quasi ganz normalen Tag, wir mit Kindern spazieren gehen, die ganzen Leute gehen essen, spielen am Spielplatz. Und dann sehe ich so quasi ganz genau parallel zu diesem. Das war so richtig dunkel und die ganze Militärmächte, die waren schon so hoch organisiert und das war so, ich konnte das alles quasi parallel sehen. Ich konnte sehen, ganz normale, friedliche Welt, wo die Menschen spazieren gehen und diese ganze, das war so schreckhaft, dieses Ansehen an diese Militär, weil die hatten irgendwas ganz, ganz, ganz Schlimmes. Ich konnte nicht genau beschreiben, was das war. Aber das war nicht zum Beispiel, dass zwei Soldaten da am Platz gelaufen sind. Nein, das waren irgendwelche schlimme Sachen, wahrscheinlich Bomben oder alles anderes. Und das war schon so alles bereit, das war schon alles zu hundertprozentig bereit. Das war schon organisiert, die haben nur schon gedacht, dass sie das zur Anwendung quasi. Das war nicht Sache Organisation gewesen, schon die Sache an Anwendung. Und ich sehe parallel zu diesem die ganzen normalen, friedlichen Menschen, die noch laufen und gar nichts sehen, dass hier quasi in absolut paralleler Welt schon so ein Schreck, das war so ein Schreck. Ich bin danach aufgewacht und ich hätte dieses Schreck immer noch gehabt. Danach habe ich gedacht, okay, werde ich dieses Traum gar nicht polstern, weil es sowieso ganz viele Menschen, die immer sagen über diese ganze militäre Sachen, dass viele dessen Träumen jetzt momentan sehen. Mein geistlicher Vater hatte das auch gesehen, dass in dem Krankenhaus, wo er jetzt arbeitet, der hat früher woanders gearbeitet, aber jetzt arbeitet er genau da, wo er das früher schon im Traum gesehen hat, dass da hinter ihm die Militärleute gerannt sind und der ist in diesen ganzen Fluren weggerannt von denen und dann kommt dann zu dem großen Fenster. Und bevor die Militärleute ihn kriegen, wurde dann entrückt. Dann hat er gesagt, oh, es ist schon die Entrückung und dann war er entrückt. Und ich wollte deswegen das erstmal gar nicht erzählen, den Traum, weil, aber heute Nacht habe ich gesehen, ein Traum, wo ich eine Frau quasi über meinen gestrigen Traum erzähle. Deswegen habe ich gedacht, ich habe heute eine Frau in dem Traum gesehen und ich habe sie alles angefangen zu erzählen. Und sie hat das quasi ganz dankbar angenommen und habe ich dir quasi alle Träume erzählt und habe ich dann angefangen, erstmal habe ich sie gefragt, wollen sie denn vakzinieren? Sie meinte, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, ja, das ist auch gut so, weil sie wissen ja, dass Jesus ist nur für Menschen gestorben und diese ganze Impfung, das greift in DNS-Spiral ein und dann sind sie nicht mehr Mensch, sind sie dann ein GMO und Jesus hat sein Blut nur für Menschen vergossen. Deswegen wird man nicht in diesen Rettungsplan von Jesus fallen, wenn man GMO ist, dann habe ich angefangen, super. Und nehmen Sie auch bitte keinen Chip, danach nach Vakzin kommt dieses Chip, weil erstmal kommen diese Nanobots und danach kommen diese Chips, damit alles Kontrolle. Und dann habe ich sofort, was habe ich denn weiter erzählt im Traum? Genau, dann habe ich sie gesagt, wissen Sie, Sie haben aber eine richtige Chance, das alles zu entkommen. Ich habe sie gesagt, weil ich habe im Traum gesehen, dann habe ich erzählt über den Traum von gestern. Ich habe gesehen, dass die Militär sind schon alle fertig, dass der Krieg fängt schon richtig schnell, schon bald an, der Krieg fängt an. Und ich habe gedacht, wenn Sie wirklich jetzt Jesus annehmen, dann werden Sie in Druck, dann brauchen Sie diesen ganzen Krieg nicht mitmachen. Sie müssen nur Jesus lieben mit ganzem Herzen Gott und alle Menschen lieben. Und natürlich, was in Hebräer 9, 28 steht, dass Jesus kommt zweites Mal, um die zu nehmen, die auf ihn warten. Deswegen ist es absolut wichtig, wenn du liebst Jesus und auf ihn nicht wartest, dann wirst du zu dieser großen Trubsal gelassen, weil es steht im Wort und es steht, dass es alles vergeht, Himmel und Erde und kein Wort Gottes vergeht. Und im Wort Gottes steht, dass Jesus kommt, die nehmen, die auf ihn warten, die
steht auch Braut und Heilige Geist sagen, Jesus, komm, Jesus, komm, Jesus, komm. Deswegen gesegnete Menschen, auch nicht nur Christen, auch wenn einfach ein Mensch, der nicht Christ ist, guckt. Sie haben absolute Chance noch diese vielleicht paar Tage noch, diesem Trübsal zu entkommen. Wenn sie einfach Jesus das Leben geben und Jesus lieben und alle Menschen lieben und Jesus warten. Und dann können sie noch in diesen letzten Tagen diese großartige Rettung bekommen und auch entrückt werden. Weil ich bin dann gestern aufgewacht und ich hatte so ein schreckliches, trübes Gefühl, als ich diese ganze Parallelwelt gesehen habe. Diese glücklichen Menschen auf einer Seite und auf einer Seite, das war so dunkel und das war so böse, das war so schrecklich. Also ich war gestern ganze Zeit ganz tief nach diesem Traum erschüttert, das war schrecklich. Deswegen, ich möchte keinem Mensch wünschen, diese Trübsal mit zu erleben. Deswegen gesegnete Menschen. Normalerweise sage ich Bruder und Schwester, aber wenn du nicht Christ bist noch, bitte nimm Jesus in dein Leben. Es ist ganz einfach. Sag einfach, Jesus, du bist mein Retter, hilf mir, schütz mich. Ich nehme dein Werk an, was du für mich am Kreuz vollbracht hast. Und ich gebe mein ganzes Leben dir und wische alle meine Sünde weg mit deinem kostbaren Blut aus dem Buch meines Lebens. Und ich liebe dich und ich warte dich, Jesus, komm. Amen. Shalom, gesegnete Geschwister. Gott segne euch. Und ich bin ganz sicher, weil es ist schon bald passiert. Weil früher hatte ich diese Träume gehabt, quasi einmal im halben Jahr, danach einmal im Monat. Und jetzt ist es schon quasi jeden Tag. Das ist schon ganz, das ist so wie bei Geburt einer Frau, so die Wehen, die immer öfter und öfter werden. Und diese schreckliche Bilder mit Krieg, mit diesem Militär, das hatte ich früher nie gehabt. Aber jetzt ist das schon, wird das ganz deutlich gezeigt, schon was das ist und wie wir das sind. Und ich habe wirklich, das ist ganz, ganz schreckliche, trübe Sache, was die da machen, diese Militärsachen. Deswegen, Leute, seid bereit. Jesus kommt bald. Gott segne euch.